Es reicht! Wir brauchen mal eine Pause vom Looten und Leveln und Ballern und Schnetzeln. Nach etlichen Teilen Tomb Raider wissen wir ja, wie man Gräber plündert. Eigentlich jedes Rollenspiel hat uns gezeigt, wie man seinen Skilltree wuchern lässt. Wir wollen mal was anderes. Jetzt könnt ihr entweder Hallenhalmer spielen oder Concrete Genie ausprobieren. Ja, und lasst euch eines von uns gesagt sein. Probiert Concrete Genie. Denn das neueste Spiel aus dem Hause Pixel Opus macht einiges anders. Ja, ausgetretene Pfade sind nichts für dieses Entwicklerstudio. Die grauen Zellen scheinen in diesem Haus ein buntes Holy Festival zu feiern. Ihre Kreativität haben Pixel Opus mit Entwined auf jeden Fall schon bewiesen. Im Erstlingswerk des Studios spielt man zwei verliebte Seelen. Die eine ein Fisch und die andere ein Vogel. Da Luft und Wasser aber nicht so richtig zusammengehen und niemand die geliebte Person ersticken sehen will, müsst ihr ihnen gegenseitig helfen. Ihr steuert sie mit jeweils einem Analogstick und bringt sie so in Resonanz. Dabei schafft ihr nebenbei noch einen wunderbaren Soundtrack. Und, wenn ihr erfolgreich seid, einen Drachen. Die Verbindung der beiden liebenden Seelen. Mit Concrete Genie bleibt das Studio seinem Blick auf ein Thema um fünf Ecken treu. Das Gameplay ist zwar konventioneller als bei Entwined, aber beim besten Willen nicht abgenutzt. Concrete Genie ist zwar ein klassisches Action-Adventure, allerdings ohne Rachefeldzüge oder Privatarmeen, Schwerter, Waffen und Schätze. Wo die Erzählung bei manchen Games nur als Rechtfertigung für endlose Action- und Ballerpassagen dient, unterstreicht sie hier lässig das Gameplay. Und ist dabei noch so herzerwärmend wie sinnvoll. Just a splotch of paint? Great. I picked up a hitchhiker. Man könnte sogar sagen, sinnstiftend. Im Mittelpunkt der Handlung steht Ash. Ein stiller Junge, der seine Tage zeichnend in der heruntergekommenen Hafenstadt Denska verbringt. Dabei träumt er von vergangenen Zeiten. Denn das Städtchen ist seit einer mysteriösen Naturkatastrophe fest im Griff von giftigen Schlingpflanzen, die alles Leben und Farbe auszusaugen scheinen. Aber nicht nur die fallen negativ in Ashs Alltag ein. Die lokale Dorfjugend hat nichts anderes zu tun, als dem schlachsigen Protagonisten das Leben zur Hölle zu machen. Und so mobben sie ihn, wo sie nur können. Wake up, Freak! Wow, what's for lunch, Ash? Oops. Klauen ihm sein geliebtes Zeichenbuch, reißen die Seiten aus und verstreuen die kleinen Meisterwerke in alle Winde. Liegt dann natürlich an euch, diese dann wieder einzusammeln. Kein Wunder also, dass Ash dann lieber mit seinen farbenfrohen Fantasiefreunden abhängt. Den namensgebenden Genies. Und hier kommen wir zurück zum Gameplay. Denn was Denska braucht, ist Hoffnung, Farbe oder Leben. Und deshalb geht es in Concrete Genie auch nicht darum, irgendwen oder was zu killen. Es geht darum, Dinge zu erschaffen, nicht sie zu zerstören. Someone's got a team. Oh, they saw me. Ja, klar, man kann auch in anderen Games Dinge craften. Aber meistens nicht, ohne vorher noch was in seine Einzelteile zu zerlegen und sei es nur ein Bäumchen, um Pfeile daraus zu machen, die man dann wieder in virtuelle Hirne ballern kann. In diesem Game fügt man allem etwas mehr hinzu. Sei es nun Farbe oder kleine imaginäre Freunde oder Bedeutungsebenen. Katalysiert durch seinen magischen Pinsel, der ihm die dunklen Momente seiner Peiniger zeigt, bringt Ash sogar für den letzten Fiesling Empathie auf. Und das macht Ash auch zum wahren Helden. Seine Superkraft, oder hier eher Superfarbe, bekommt er nicht dadurch, dass er andere genauso schlecht behandelt wie sie ihn. Ganz im Gegenteil. Kreativität wird zu seiner Waffe gegen die Unterdrückung. Graffiti war ja schon immer das Sprachrohr des kleinen Mannes. Gegenseitige Hilfe und Unterstützung sind es, die etwas bewegen. Tut Ash seinen Genies einen Gefallen, revanchieren sie sich. Gemeinsam könnt ihr mit ihnen dann die Stadt von dem derartigen Schmodder befreien und wieder Farbe ins Leben aller bringen. So gibt es in Concrete Genie am Ende der einzelnen Areale keine Bosskämpfe, sondern Bosswände. Sogenannte Meisterwerke. Luna! Not bad, right? Zusammen mit euren Genies, die euch etwas Input geben, schafft ihr hier ein übergroßes Kunstwerk. Und wenn es dann in seiner ganzen Pracht erstrahlt, feiert ihr zusammen eine kleine Kreativparty. Ein gemeinschaftlicher Schaffensprozess, der am Ende lebendig wird. In diesen Momenten trifft Last Guardian auf Jet Set Radio. Klingt wie eine weirde Mischung, aber funktioniert prächtig. Und alle, die sich so künstlerisch begabt fühlen wie der Designer des Fiat Multipla, keine Angst. Beim Malen ist Concrete Genie einfach nur supportive. Die Wände wollen einfach bemalt werden.
so wie Polsterfolie einfach zerdrückt werden will. Aus einer vorgegebenen Palette von Motiven könnt ihr wählen, was ihr an der Wand haben wollt. Sei es ein ganz nach euren Vorstellungen gestalteter Genie oder dessen Habitat. Wasserfälle, Mammutbäume, Blumen, Vögel, Sonne, Mond und Sterne. Und je mehr Seiten von Ashs Zeichenbuch ihr wieder einfangt, umso größer ist eure Auswahl. Euer Motion Controller ist euer Pinsel. Im Groove und Rhythmus eurer Kreativität könnt ihr aber natürlich auch euren DualShock ganz bequem auf der Couch schwingen. Und so zaubert ihr wunderbar bunte, glitzernde, fast lebendige Wandgemälde. Bob Ross wäre stolz. Und genau wie bei Bob Ross ist die Aussage klar, jeder kann malen. Das fühlt sich dann aber auch nie fake an, sondern so, als wüsstet ihr, was ihr da tut. Wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid, wie Menschen mit Synästhesie, dann sei euch hier noch der VR-Modus ans Herz gelegt. Hier könnt ihr euch im Freepaint-Modus wirklich vollkommen kreativ verausgaben. Eurer Kunst sind keine Grenzen mehr gesetzt. Und das sogar in zwei Dimensionen mehr als auf der Leinwand. Concrete Genie erzählt eine Geschichte über das Päckchen, das jeder zu tragen hat. Und das mit allen Mitteln, die diesem Spiel zur Verfügung stehen. Und alles zahlt dabei immer darauf ein, dass Verständnis, Zusammenarbeit und Positivität einen weiterbringt als alles andere. Ash als Hauptfigur bietet dabei jedem Identifikationspotenzial, der sich schon mal missverstanden gefühlt hat. Also behaupte ich jetzt einfach mal, jeder. In sich ruhen wie der Dalai Lama tut in der IPS-Redaktion zumindest niemand. Liegt vielleicht auch daran, dass wir keine imaginären Freunde haben? Ist das jetzt was Gutes oder nicht? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Das Spiel ist ein modernes Märchen, aus dem wirklich jeder noch was lernen kann. Getragen von den wunderbaren Genies und einem sympathischen Protagonisten wirkt es das positivste Gameplay seit langem. Die Farben in Concrete Genie sind noch prächtiger als in jedem Herbstwald und ihr könnt dieses Game wirklich mit jedem spielen. Na, sei es nun, den nervigen kleinen Bruder ruhig zu stellen, oder der Mutter mal ein schönes Videospiel zu zeigen, oder Vatern zu erklären, dass das beste Gameplay nicht herunterfallende geometrische Formen sind. Concrete Genie ist ein künstlerisches Game, aber beim besten Willen nicht nur für Künstler. Wenn ihr also mal Lust auf ein etwas anderes Game habt, dann probiert es ruhig mal aus. Hier werdet ihr auf jeden Fall nicht enttäuscht sein. Habt ihr Bock bekommen, mit eurer imaginären Crowd ein paar Wände zu verschönern? Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr mehr über spezielle PlayStation-Games erfahren wollt, dann lasst doch mal ein Abo da. Und ihr könnt auch gerne auf diese Glocke da drücken. News zu neuen Veröffentlichungen, Analysen und Geschichten gibt's auf dem Kanal mindestens dreimal pro Woche obendrauf. Also in dem Sinne, macht's gut wie immer, Leute. Eure IPS-Crew.